Nahe am Ölmühlenbach liegt die Forellenzucht Uthoff. Frisches Bachwasser strömt von hier aus in die Becken des Zuchtbetriebs. Wasser direkt aus dem Tollensesee. Und darin produzieren wir Forellen, Saiblinge und Störe vom Ei oder vom kleinen Setzling bis zum fertigen Speisefisch. Also dichter am Endverbraucher geht's eigentlich nicht mehr. Forelle, Saibling und Störe wachsen ohne Einsatz von Medikamenten heran. Der Fisch bekommt hier, anders als beispielsweise beim norwegischen Zuchtlachs, genug Zeit, um Gewicht aufzunehmen. So kann das Fischfleisch einen natürlichen, abgerundeten Geschmack entwickeln. Die Forellenzucht Uthoff verkauft Lebendfisch an Fischhändler und Angelteiche. Forelle, Stör und Saibling gehen aber auch in die Direktvermarktung, in der eigenen Verkaufsstelle. Natürlich haben wir auch alles andere im Angebot, was sich für ein ordentliches Fischgeschäft gehört. Und wir versuchen speziell aus unseren eigenen Fischen auch den Leuten besondere Dinge anzubieten. Salate aus Forelle oder Saibling und kaltgeräuchert. Wir produzieren Kaviar aus Saibling und Lachsforelle. Und ja, wir denken immer wieder über neue Dinge nach, um etwas Besonderes anbieten zu können. Eigene Räucheröfen sorgen für Nachschub in der Frischetheke. Besonders beliebt der Namensgeber des Zuchtbetriebes, kaltgeräucherte Lachsforelle, auf Wunsch mit dem hauseigenen Kaviar. Auch zu empfehlen das Forellenfilet nach Matjes Art. Wir haben versucht, das Rezept, das man eigentlich für die Matjes-Heringe nimmt, auf die Forelle anzupassen. Wie ich finde, ist uns das gut gelungen. Das Fleisch ist etwas fester als der Hering und hat dadurch einen besonderen Geschmack. Lässt sich sehr gut so essen oder auch eben zu Salaten verarbeiten oder eben auch zu Bratkartoffeln. Ein ganz hervorragendes Produkt. Die Qualität der hier verkauften Fischprodukte hat sich in der Viertore-Stadt längst herumgesprochen. Was noch nicht alle wissen, viele der hauseigenen Spezialitäten bekommt man in gemütlicher Atmosphäre, etwa als Mittagsmahlzeit, auch direkt vor Ort serviert. Wir haben unsere Verkaufsstelle kombiniert mit einer Fischgaststätte, in der wir ja, ebenfalls unsere eigenen Fische in erster Linie anbieten, aber natürlich auch alles andere, was sich gehört für eine Fischgaststätte, Zanderfilialen dergleichen. Und wir versuchen uns auch auf neueren Wegen, zum Beispiel mit einem selbstgemachten Fischhamburger oder Fischhotdogs oder Hotcot, wie er heißen würde, aus Kabeljau, um auch mal jüngeres Publikum zu ziehen. Und selbst Fischverweigerer dürfen sich mit an den Tisch setzen. Für die ist hier auch ein Schnitzel zu bekommen. Die Fischgaststätte hat zur Saison dienstags bis einschließlich sonntags zwischen 11 und 15 Uhr geöffnet. Feine Spezialitäten frisch auf den Teller, nach traditionsreichen oder spannenden neuen Rezepten. Fisch von hier, herangezogen im Wasser des Tollensesees.